Wie fühlt sie sich dann wieder sexy und voller Freude in ihrem Körper als junge Mutter? Das wollen wir jetzt hier anschauen und genau gucken, was die Schritte sind, was dir hilfreich ist zu denken, wie es ihr geht, was sie braucht, jetzt rein körperlich. Weil das ganze Video jetzt hier ist das Folgevideo von dem Video, als Eltern Sex haben. Da erkläre ich so die ganzen Bedingungen rundherum. Ich packe das hier auch unten in die Videobeschreibung mit rein, sodass du da dir beide Videos anschauen kannst. Und natürlich möchte ich dich auch gerne noch herzlich einladen. Ich habe gerade wieder ein Live-Workshop geplant. Der findet am 30. und 31. August statt. Und der ist für alle Männer gedacht, die wirklich jetzt wieder ihrer Partnerin nah sein wollen und wieder ein erfüllendes Sexleben haben wollen. Ja, also schau doch mal, den Link findest du auch hier unten und dann meldest du dich an und kannst mich persönlich im Workshop treffen. Gut, mein Lieber, also, wie sieht das Ganze aus nach der Schwangerschaft und Geburt und wie kannst du körperlich sie unterstützen und, naja, wieder ihr nah sein? Das wollen wir jetzt hier anschauen. Und im ersten Video zu dem Thema habe ich ja das Setting erklärt und den Zusammenhang deiner Vaterschaft und deiner Bindung zu deinem Kind mit dem, dass sie dich wieder ranlässt, ganz platt gesagt. Ich denke, das hängt zusammen, ja. Und erst wenn du sozusagen eine eigenständige Bindung zu deinem Kind hast, wo sie auch sieht, ja, er macht das gut, er macht das nicht so, wie ich das will. Oder andersherum, er macht es anders, aber er macht es nach bestem Wissen und Gewissen. So. Klar, dann nochmal die Frage, kann sie das loslassen? Kann sie das Kind loslassen? Und so die ganzen Fragen sind ja bei ihr, aber durch deine Art und Weise. Und ich habe dich da ja bestärkt, dass du da dein Ding machst, dass du sozusagen spürst, was dein Kind braucht und so weiter. Schau dir einfach das andere Video an, da erkläre ich das ja noch mal genauer. So, und auf der körperlichen Ebene, natürlich, also ist es so, dass eine Geburt, je nachdem, wie die Geburt verlaufen ist und wie es auch, sag ich jetzt mal, zu Rissen kam oder ein Dammschnitt passiert ist, auch das wird ja oft noch angewendet. Oder auch wenn deine Partnerin einen Kaiserschnitt hatte, auch dann hat sie ja in der Regel dann noch längere Komplikationen. Gut, die sind dann woanders, ne? Aber so oder so hat sie ja eine, ja, hat sie einfach, wie soll man das dann, Schmerzen erlitten, wahrscheinlich, wo ja immer mehr Frauen das auch lustvoll erleben, weil es da ja auch ganz viele Techniken für gibt, sodass das natürlich ganz normal ist, dass sie dann erstmal, ja, ihr Schoßraum heilt. So. Und es ist nicht so, dass sie dann kein sexuelles Wesen mehr ist, weil viele Männer sind dann so unsicher damit, dass sie gar nicht mehr sich trauen. Ja? Sie kann ja alles noch spüren und erleben, nur eben nicht im Intimbereich. Verstehst du? Also zum Beispiel ihr Busen ist. Gut, okay, sie stillt dann, okay. Aber trotzdem erlebt sie ja deine Berührungen als sinnlich. Und sie möchte gehalten, also ich sage jetzt mal, sie möchte gehalten werden, sie möchte verstanden werden, sie möchte umarmt werden, sie möchte gestreichelt werden. Natürlich sparst du dann diese Bereiche aus, ja. Und hältst den Kontakt. Und das Wichtigste ist natürlich, dass du einfach wie ein Fels in der Brandung bist und ihre emotionale Verwirrung, nenne ich es jetzt mal, das ist ja nicht bei jeder Frau so, aber die Belastung, die mit dieser neuen Aufgabe einhergeht, ist natürlich riesig, ja? Und diese Verwirrung von ihr einfach annimmst, dass die halt gerade so ist, aber du bist dir sozusagen sicher, also du weißt, ja, das sind einfach ihre Emotionen. Und das ist ja nicht von Dauer. So.
und du darfst dich, oder so dieses, wie ist der Mann ein Fels in der Brandung? Ja, einfach indem er halt sein Ding macht, immer für sie da ist und ich denke, ja, die spinnt, die Alte, sondern eben indem er sie annimmt und wertschätzt und wahrnimmt, wow, jetzt fühlst du dich so, jetzt fühlst du dich so interessant. Ja, komm her, ich tröste dich. Ich bin für dich da. Du hast meine Ohren oder meine volle Aufmerksamkeit. Na, das braucht sie. So, und wenn du ihr das gibst, zusammen mit diesem Bindungsthema beim Kind, dann wird sie sich wieder bei dir, ja, aufgefangen fühlen, wohlfühlen, sich fallen lassen. So. Und natürlich kommt irgendwann die Frage, ja, ab wann geht es wieder? Wann kannst du wieder? Ist die Lust wieder da? Wie geht das? Und da gibt es kein Patentrezept. Also da will ich jetzt gar nichts sagen, weil es ist bei jeder Frau anders. Es kommt eben auf die Situation an, sag ich jetzt mal, wie viele Wunden sie hat. Es kommt auf ihre psychische Belastung an, auf wie gut sie mit der ganzen neuen Situation klarkommt, ob sie selber überhaupt schon wieder Lust empfindet. Ob ihr, sage ich jetzt mal, euch so gut versteht, dass das automatisch entsteht. Ja, so, es ist super vielfältig und da kann man keine Patentlösung geben. Du kannst oder ihr könnt euch langsam wieder heranwagen, ja. Und da geht es vielleicht auch ganz einfach um so ganz banale Dinge. Über die habe ich zum Beispiel jetzt auch noch nie ein Video gemacht. Aber wie berührt man sich eigentlich so, wie soll ich das sagen, dass die Berührung intensiv ist und nah ist? Wie sieht eine solche Berührung aus? Also weißt du, weil es geht hier nicht um schnelles wieder in die Routine kommen, sondern es geht wirklich um ein Neuentdecken und dass ihr euch dabei Zeit lasst und wirklich einfach nur spürt. Weil es kann sein, dass sich für sie der Sex nach der Geburt ganz anders anfühlt. Zum Beispiel habe ich gehört, eine Frau wurde genäht und dann, ja, wurde das sozusagen schief genäht. So, das ist jetzt nur ein ganz doofes Beispiel, aber es passiert sicher nur bei ganz wenigen Frauen. Ich will das jetzt gar nicht als Standard sagen. Ich will dir nur sagen, es kann sein, dass sich die Sachen anders anfühlen. Es kann auch sein, dass es genauso ist wie vorher, ja? So, also wie kann so eine Berührung aussehen und was braucht die Frau? Wie viel Zeit? Also sie braucht, ich sage jetzt mal, wenn ich mache jetzt mal so ein Beispiel, deine Hand und dass du, wenn du zum Beispiel dich selber jetzt, so wie ich das mache, rührst, dass du dann wirklich mal spürst, wie fühlt sich das an? Und ich mache das jetzt so langsam, weil dann kann man das genau wahrnehmen. Ja, wie fühlen sich die einzelnen Finger an? Wo ist es besonders schön? Und so eine langsame und wirklich tiefe Berührung benötigt sie. Und ich mache jetzt mal so ein Beispiel. Wenn du ihr Gesicht zum Beispiel hältst, dann kannst du oder mit beiden Händen ihr Gesicht so nimmst, dann kann das für die Frau wundervoll sein. Und da musst du gar nichts tun, sondern du musst einfach nur sie berühren und halten. Halten und spüren, was tut sich da? Ändert sich etwas? Öffnet sie sich? Fließt etwas? Fließt die Liebe? Entspannen sich deine Fingerglieder? Weißt du, und so langsam wieder in Kontakt kommen, in den erotischen Kontakt. Oder Beispiel, deine Hand auf ihr Herz legen. Das ist auch total unbekannt. Ja, aber hier ist ja das energetische Herz, ist ja hier in der Mitte, auf Herzenshöhe in der Mitte, nicht links. So. Und da einfach deine Hand hinhalten und spüren, ob sie sich öffnet, ob da die Liebe spürbar ist. Also ich merke die jetzt bei mir total stark. So. Und dann kannst du das genauso, gehst du weiter runter und machst das dann auf ihrem, sozusagen auf ihrer Vagina von außen, einfach nur deine Hand hinlegen. Jetzt nur als Beispiel. Dann kannst du auch sagen, du, ich berühre einfach nur mal ganz fein und spüre mal. Spür mal nach, ob da jetzt wieder was kommt. Ja?
So. Und so kannst du dich langsam Schritt für Schritt wieder rantasten. Und natürlich geht es da auch um Zeit, weil als junge Eltern haben wir keine Zeit. Und natürlich geht es auch um die Frage, wie ist die Bettsituation mit dem Baby? Wo schläft das und wie habt ihr Privatsphäre? Oder ist das Baby mit dabei? Ist das ganz normal für euch beide? Gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen? Das spielt ja alles mit rein. Das ist eine riesen, riesen Sache. Und wenn ihr das möchtet, ich werde das jetzt hier mal abschließen. Wenn ihr das möchtet, schreibt mir bitte unten in die Kommentare rein eure Fragen. Weil ich kann dazu auch weiter dieses Thema vertiefen. Ja, wie kann man, weiß nicht, mehr Zeit haben im Bett mit den, als Eltern? Wie kann man das mit dem Baby regeln, dass man in Ruhe schlafen oder Sex haben kann? Ja, diese ganzen Fragen kann ich ja auch beantworten. Ich kenne mich da ja super aus. So, in diesem Sinne, ihr Lieben, tastet euch ran und lieber Mann, du meldest dich einfach zum Workshop an, wenn du jetzt da die Situation ändern möchtest. Und dann freue ich mich auf dich, dich kennenzulernen. Bis bald. Tschüssi.